Die Hindenburgstraße in Hamburg-Nord. Benannt nach Paul von Hindenburg, seinerzeit Reichspräsident der Weimarer Republik. Ein umstrittener Namensgeber. Seit Januar sucht die Bezirksversammlung daher nach alternativen Vorschlägen aus der Bevölkerung. Besonders oft eingereicht wurde die Holocaust-Überlebende Esther Bejerano und die Naturschützerin Loki Schmidt. Nun wurde in den Regionalausschüssen beraten und eine Entscheidung gefällt. Für keine der beiden. Mit Traute Lafrenz ehren wir eine außergewöhnliche NS-Widerstandskämpferin, die einen eindeutigen Gegensatz zu Hindenburg darstellt. Gerade jetzt, wo rechte und rechtsextreme Kreise offen nach der Macht greifen, ist es wichtig, Haltung zu zeigen. Mit unserem Vorschlag beziehen wir Stellung gegen Antisemitismus, Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Nationalismus. Statt Hindenburgstraße soll es also bald die Traute-Lafrenz-Straße werden. Die 1919 in Hamburg geborene Ärztin spielte eine entscheidende Rolle bei der Vernetzung zwischen dem Hamburger Zweig und den Münchner Mitgliedern der Widerstandsgruppe Weiße Rose um Hans und Sophie Scholl. Eine möglicherweise also bessere Namensgeberin als der umstrittene Paul von Hindenburg. Doch warum genau wird der einst so beliebte General und Politiker heute so kritisch gesehen? Wir haben uns bereits im März 2023 darüber mit Geschichtsprofessor Rainer Hering unterhalten. Paul von Hindenburg ist umstritten, weil er zum einen das Militärische als eben einer der führenden Militärs im Ersten Weltkrieg repräsentiert und zum anderen eben als Reichspräsident in der Weimarer Republik sehr massiv an der Demontage der Weimarer Republik mitgewirkt hat. Und er ist derjenige, der die Macht 1933 an Adolf Hitler übertragen hat, ihn zum Reichskanzler ernannt hat, obwohl das nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Nach Widerstandskämpferin Traute Lafrenz soll der Straßenteil durch Alsterdorf und Großborstel benannt werden. Der Teil durch Winterhude soll Otto-Wels-Straße heißen. Ein kleiner Teil durch den Stadtpark wurde bereits vor Jahren nach dem Sozialdemokraten benannt, der mit seiner Rede gegen das Ermächtigungsgesetz 1933 die für lange Zeit letzten freien Worte in einem deutschen Parlament sprach. Über den Antrag von SPD und Grünen soll bereits am Donnerstagabend abgestimmt werden. Die Entscheidung trifft am Ende aber eine Senatskommission unter Leitung der Kulturbehörde. Und die Hürden für eine Straßenumbenennung sind groß. Also wir versuchen Umbenennungen in der Regel zu vermeiden, finden aber die Diskussion darum durchaus wichtig und gucken dann aber sehr differenziert, ist der Straßenname jetzt tatsächlich so belastet, dass eine Umbenennung absolut Sinn macht, oder kriegen wir auch mit einer Kontextualisierung, mit einem erklärenden Schild zum Beispiel, da genauso auch was hin, vielleicht sogar noch besser, weil wir uns nämlich unserer Geschichte bewusst werden. Üblicherweise sei es aber so, dass die Senatskommission den Vorschlägen aus den Bezirken folgt, heißt es von den Grünen in Hamburg-Nord. Und insbesondere im Fall der Hindenburgstraße ist eine Umbenennung wohl auch längst überfällig. Denn bereits 1988, also vor über 35 Jahren, wagte der Bezirk einen ersten Versuch. Damals offenkundig ohne Erfolg.